So, da kommt der erste Tunnel. Es ist ein kurzer. Und wir schneiden mal weiter. 99 Kilometer. Das habe ich 93, 83. Ja, okay. 86 Bremse, passt schon. Kann nichts schief gehen. Oh, jetzt fängt es an zu schneien. Dahlbrücke Jürchen. Habe ich vorhin wieder mal auf Aachen Internet ein bisschen rumgeguckt und da war ein Beitrag über die Bibel zu lesen. Ist das, was in der Bibel drinsteht, wirklich so passiert und so weiter? Dann haben sich die ganzen Aachen-Mitglieder natürlich gleich wieder drüber aufgeregt. Der will einfach nur diskutieren, ob das, was in der Bibel drinsteht. Ein normaler Christ würde jetzt antworten, natürlich. Nicht alles, was in der Kirche, in der Bibel steht, darf man wörtlich übersetzen, sondern man muss drüber nachdenken und so weiter, bla bla bla. Und die gleich wieder gleich mit Beleidigungen ankomme, Knabub sowieso und schlag mich tot und ist doch immer ganz dicht in der Birne, auf Deutsch gesagt. Muss doch nicht sein, oder? Man kann doch diskutieren über das Thema. Man kann ja der Meinung sein, dass das, was in der Bibel drin steht, bare Münze ist, aber muss es nicht auf andere Leute übertragen. Wenn jemand anders sagt, das ist nicht so oder ich glaube nicht dran, muss er die Leute nicht gleich mit Steinen bewerfen. Wie kommen wir denn da hin, wenn ein Seeler so machen würde? Grimmental, Obermaßfeld. Ein demokratischer Staat, hier darf jeder seine Meinung frei äußern, ob im Wort, Bild oder Schrift. So ist es nun mal in Deutschland. Und bei der Aachen Internet gilt nur eines, das was ich sage stimmt, sozusagen. Wenn einer von der Aachen kommt und sagt, das was in der Bibel steht, stimmt, dann stimmt das auch. Und wenn jemand kommt und sagt, das was in der Bibel steht, stimmt nicht, dann wird er gesteinigt, gefoltert, gerädert, geteert, gefedert und ans Kreuz genagelt. Können wir da nicht machen, oder? Kriege ich jedes Mal einen Hals, wenn ich so einen Scheiß lese. Dann gibt es natürlich wieder so ein paar Idioten, die sagen, das ist gute Satire. Oh, bitte schön, das ist eine gute Satire, wenn ich Leute beleidige. Wenn sie es nicht verdient haben. Wenn jemand diskutieren möchte und ich ihn Arschloch nenne, ist das dann Satire? Wie steht in der Brettregel? Du kennst dein Gegenüber nicht. Das stimmt. Ja? Also verhalte dich und so weiter, bla bla bla. Immer freundlich. Und warum tut das dann nicht? Warum verstoßt ihr dann ständig gegen eure eigene Brettregel? Oder warum verstoßen die Leute gegen ihre eigene Brettregel? Meine Abonnenten tun ja sowas nicht. Das sind ja normale Leute. Also das sind ja nicht durchgeknallte Aachen-Faschisten hier. So Scheibe vom Kopf oder Brett vom Kopf oder hier Rad ab oder Vogel. Ja. Meise, ach Meise, Elefant, so ein Teil. Hier oben. Ja. Da sitzt ein ganz, da sitzt ein ganzer Kranichhaufen, sitzt da oben drauf. Da reicht eine Meise nicht mehr. Das ist ein ganzes Rudel. Elefantenameisen. Das sind solche Viecher, ey. Mit Schwanz. Mit Schwanz sind sie noch länger. Wiegen aber auch 3 Tonnen pro Stück.
Die sitzen nach oben alle. Und die machen dir das Leben schwer, so dem Achelvogel. Die Vögel machen dem Achelvogel. Ne? Genau. Hasseltal. Nicht Hasseltal, Hasseltal. Ist ja kein Doppel-S, ist ja nur einfach das S. Du einmal aufs Knöpfchen und schon fährst du drüben auf der Standspur. Das ist genial bei dem Ding hier. Das macht, was es will. Ich habe jetzt die Lenkung nicht in der Hand. Er macht, was er will. Du bist da einmal unaufmerksam. Ja, holst du hier aus dem Kühlschrank eine Flasche Wasser zum Beispiel und dann macht das Ding ja plötzlich den hier. Oder den hier. Oder den und den hier. Fahren wir auch, wir fahren ein bisschen zickzack auf der Autobahn. Oh ja, ist nichts los heute. Man kann es ja übertreiben. Das ist jetzt noch milde, was ich gerade gemacht habe. Man kann es noch heftiger machen. Man sollte es noch nicht tun. Es passiert ab und zu mal. Ab einer gewissen Grenze macht der LKW nicht mehr mit, dann macht der LKW einen Satz und dann liegt er auf der Seite. Ganz einfach. Das ist das Gefährliche an dem Ding. Judental. Aber wie lang und wie hoch das Ding ist, haben sie nicht draufgeschrieben, diese Arschlöcher. Ich würde doch schon gern wissen, ab wann ich aufschlafe, wenn ich da runterfahre. Wasungen, kalten Nordheim. Mit kalten Sonntag? Kalten Sonntag, wo ist das schon wieder? Habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Was haben wir denn noch? Wandschaltungen. Mal kurz die Haltung runterdrehen. Meiningen Nord, natürlich. Meiningen Nord. Ach, ist das nicht genial? Keine Fehlermeldung, bis auf die eine jetzt. Aber die meldet sich nicht. Die hält's Maul, die hält sich im Hintergrund. Von der siehst du nur eine 1. Mehr siehst du da nicht. Ach, ist das nicht ruhig? Ist das nicht eine schöne Ruhe? Ich vermisse es. Nein, ich vermisse es nicht. Das wäre ja noch schöner. Wir haben eine neue Lichtmaschine. Ach, ist das eine Wohltat. Für meine kranken Ohren. Meine strapazierten. Ja, daheim, das ist immer das Geschrei anhör. Da schreit's hier, da schreit's da, da miaut's, da Hunde bellen. Dann kommt noch der Computer dazu. Da weißt du, was los ist, ey. Und dann rennen die alle hier quer durchs Zimmer und die Katzen hinterher oder die Katzen voraus und. Oh. Nee. Da wird ein Saustall daheim veranstaltet. Da musst du dann immer mit dem Besen, mit dem Staubsauger durch. Das ist unglaublich. Aber es geht noch. Es hält sich in Grenzen. Zum Glück räumt sie ihr Zimmer selber auf. Aber wenn ich das jetzt machen würde, würde einiges rausfliegen. Lass mal lieber. Machen wir nicht. Das ist ihr Bereich, da kann sie tun und lassen, was sie will, solange sie es sauber hält. Wenn da nicht allzu viel am Boden rumliegt und ich drauf treten muss oder mal aus Versehen hier was platt mache. Naja, ich mache da keine Kontrolle. Mache ich nicht. Die Dame muss wissen, was sie macht. Wenn sie es nicht macht, dann, naja, da gibt es auch keine Sanktion. Strafe gibt es dafür nicht. Sie muss drin leben, nicht ich.
außerdem herrscht bei mir im Büro auch das kontrollierte Chaos. Von daher gesehen, naja, fährt wahrscheinlich ab, ne? Müssen wir sagen. Ja, also, ja doch. Ich hab's mit der Eltern. Jetzt räumen wir mal das Zimmer auf und gibt's nichts zum Abendessen oder Hausarrest oder irgendwas, wenn ihr Blödsinn anstellt. Da bitte, da brauchst du bei Kindern gar nicht mitkommen, weil das sind Kinder. Lass Kinder Kinder sein. Das ist doch schwachsinnig. Das ist doch Blödsinn. Die lernen früh genug noch Verantwortung zu übernehmen. Man kann doch nicht. Das war letztens dran, 13-Jährige, die musste ihren kleinen Bruder in die Schule bringen, dann muss er von der Schule abholen, muss er Abendessen machen, muss sich um den Haushalt kümmern, weil die Alte, die Mutter, in der Gastwirtschaft jobbt. Hallo? Und das rund um die Uhr. Hallo? Was geht denn ab, ey? Der Alten hätte ich in den Arsch getreten. Sag, wenn du arbeiten möchtest, na, kannst du das gerne tun, habe ich nichts gegen. Aber wenn sich die 13-jährige Tochter um den Haushalt kümmern muss, na sauber. Der Grund war eigentlich, sie hatte ihrer Schwester den Ehemann über den Haufen gefahren und Unfallflucht begangen und hatte natürlich ein schlechtes Gewissen und deswegen hat sie in der Kneipe, das war die Kneipe die Gastwirtschaft ihrer Schwester, und hat dann Schuldgefühle bekommen, deswegen, weil sie den Ehemann eben über den Haufen gefahren hat, der ist an der Unfallstelle verstorben. Wegen dem Unfall. Das kann ja mal vorkommen. Und da hatte sie Schuldgefühle bekommen und hat dann eben der Schwester in der Gastwirtschaft geholfen. Naja. Die Schwester, die waren natürlich auch nicht begeistert davon. Was meint man überfahren? Schlampe. Ja. So viel zur Schwester. Finde ich immer ganz putzig. Und dass zu irgendwelchen banalen Dingen gleich Elefant gemacht wird. Das ist, wenn mir jemanden auf dem Fahrrad nachts um 3 über den Haufen fährt, bleibt man stehen. Da hilft man. Das Einzige, was man machen kann, und wenn man stockbesoffen wie ein Veilchen ist, stehen bleiben. Das ist nochmal so. Stehen bleiben, helfen. Wenn du weiterfährst, hast du noch ein größeres Problem. Und dann unterlassen Hilfeleistung und fahrlässige Tötung. Das Ganze. Jetzt muss ich mal kurz zu dem Schand dann über. Schön. Mano. Zu saufen habe ich nichts mehr. Rasthof. Ja. Rasthof gibt es ja keinen, ne? Schade. Machen wir mal ganz einfach das mal auf. Moment. Kurz Bäuschen machen. Moment. Am Leuchter. Dämlicher, dämlicher. Moment.